Ja, guten Morgen, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich hatte doch vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor circa 4, 5 Wochen auf meinem Instagram-Kanal hatte ich doch ein paar Bilder mit meiner CB75N gepostet, mit der Tapeziermaschine von Tapovix und hatte gefragt, ob es was Besseres gibt, um zu tapezieren. Und da ist doch tatsächlich Tapofix an mich herangetreten und sagte, ja, doch, beruhigt, da gibt es tatsächlich was Besseres. Und zwar die CB75X. Und siehe da, sie haben sie mir geschickt zum Testen. Ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt auf der Baustelle bewährt. Schon mal super verpackt. Wir stellen das einfach mal auf den Boden. Was haben wir denn alles dabei? Das ist ein Kleisterwalzen-Andrehhacken. Ah, sehr gut. An der Seite benutzen, um die Walze zu drehen. Danke. Die brauchen wir ja nicht benutzen. Da habe ich ja meine alten Sachen von der alten Maschine. Und die können auf Seite gestellt werden. Gerätekleister auch noch. Thank you.
macht einen wertigen Eindruck. Hätte auch nichts anderes erwartet von Pacofix. Ich habe ja mehrere Maschinen von denen. Deswegen weiß ich, was hier verarbeitet wurde. So, sie haben mir gesagt, dass die auf meinem alten Gestell drauf passt. Das werden wir jetzt testen. Tatsächlich. Ah, genau. So, ich werde es jetzt befüllen und herrichten und dann ziehen wir die ersten Bahnen durch, um zu sehen, wie sie läuft. Wie sie läuft, ich meinte die Walze, wie sie dann den Kleister verteilt, wie viel Kleister dann noch in der Pfanne drin bleibt. Ja. Aber mehr dazu dann hinterher. So, und jetzt wollen wir mal sehen, wie sie funktioniert. Ich habe natürlich meinen Meterzähler mit dazu genommen. Den habe ich ja noch von meiner alten Maschine. Der ist, also das Ding ist echt top. Man braucht ja jetzt nichts hier auf dem Tisch einzuzeichnen, deswegen ja auch einen kurzen Gerätetisch, weil man da das ablesen kann oder das Maß ablesen kann, was man braucht. Ja, das ist ein Top-Teil, was man auch unbedingt dazu kaufen sollte. So, also Fazit, Kleisterverteilung top, wie von Dacofix gewohnt. So, nachdem ich die Maschine getestet habe, muss ich sagen, da hat Dacofix wirklich nicht zu viel versprochen. Es bleibt viel weniger Kleister drin, wenn man es ablässt, also weniger Kleister rein, mehr Kleister raus, so wie es auf dem Werbespruch heißt. Bei der alten Maschine war der Boden in Waage praktisch
Und da konnte der Kleister ja nicht, sich nicht unter der Walze so sammeln wie jetzt hier. Der ist jetzt hier nämlich abgeschrägt zur Mitte hin, unterhalb der Walze. Und da ist dann auch das Ablassloch für den Kleister. Und ja, wie gesagt, ich bin begeistert. Danke Tabofix fürs zur Verfügung stellen zum Testen. Ob ich die Maschine kaufe, sage ich euch hinterher. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis demnächst.